weit kann es nicht mehr sein. Ich tippe darauf, dass wir wenige Meter, vielleicht Kilometer von dem Ziel entfernt sind. Bald werden wir wahrscheinlich unseren Bruder wiedersehen. So wurde es uns versprochen und deswegen, ich meine, man kann sich ja nur danach richten, was man versprochen bekommt, ne? Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, ich halte mich auch gar nicht erstmal großartig hier wieder auf, denn wir haben ja gesehen, dass hier voll die komischen Viechers rumlaufen, die man gar nicht mal so sieht. So eine Quelle wäre nicht schlecht. Ja, okay. Ich würde sagen, we are officially trapped. Wir sind offiziell gefangen. Ja. Hatte ich so auch noch nicht. Am Rande des Chaos. Ja. Das Tor hatten wir auch. Die erste Begegnung und das Tor kam noch dazwischen als Levelnamen. Was auch immer jetzt damit wo genau gemeint war, man weiß es nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo landet er denn? So. Jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht in den Abgrund stürzen. Die Atmosphäre ist schon geil, das kann ich nicht anders sagen. Es ist hier auch wieder etwas linearer gehalten insgesamt. Aber ich weiß trotzdem noch nicht so ganz. Ja, ich finde es jetzt gerade immer noch nicht so extrem ersichtlich, wo man jetzt hier als nächstes hin muss. Auf welche Plattform. Von den Dingern möchte ich mich ehrlich gesagt fernhalten. Weil da kriegt man ja diese Ruckelanfälle irgendwie. So. Und hier qualmt's. Und da oben sind wieder diese Striemen. Ach, das wäre so eine Statue, okay. Ey, jetzt hat er so viel Energie dabei verloren. Das kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, dass er so viel Energie verliert. Zumal wir. Ich meine, der Speicherpunkt war ja anscheinend schon Luxus hier in diesem. An diesem Ort. Trinke jetzt nochmal einen Restschluck Kaffee. Ja. Das Problem ist, lange können wir uns da ja nicht justieren, weil sonst kommen ja sofort diese. Ah, jetzt hör mal auf zu grummeln hier. Sonst kommen ja immer sofort diese Viecher da angelaufen und zermürben uns total. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck of the thing. Ich sehe auch nichts, was andeutungsweise wie eine Quelle aussieht, ehrlich gesagt. Kann man hier dran? Naja, kann man nicht dran springen. Da müssen wir drauf. Ja. Och, ey, er hält sich nicht dran fest. Was soll denn der Scheiß? Ach, Mann. Jetzt geht er. Wo muss man von hier daher? Hier ist doch auch nichts. Wo muss man denn hier drauf springen und. Ja, ganz toll. Oh, ey, die scheiß Maus, die dreht sich manchmal nicht, verdammt.
So, nun komm. So, schauen wir noch mal. Aber wir können ja nur von. Wir müssen doch da irgendwie drauf. Es hilft doch nichts. So. Wir müssen da drauf, nehme ich mal an, damit wir da hochkommen. Och, Leute. Oder kann man wieder. Moment. Hallo. Wir müssen doch davon. Ich von hier da drauf springen. Kann doch nicht anders sein. Jetzt geh da wieder hoch, verdammt. Stell dich jetzt nicht so an, Lars, hier, ganz ehrlich. So. Moment, Moment, Moment. Pack erstmal die scheiß Klaue weg, genau. Okay, das scheint wohl so ein kleiner Spielbug zu sein gerade. Ja. Hättest du jetzt mal die Gnade, da drauf zu springen? Dankeschön. So. Hallo. Ey, er kommt über diese scheiß Kante nicht rüber. Ja, aber so hoch, so weit kann er nicht springen. Das geht nicht. Muss ich von hier da dran springen? Das kann doch auch nicht sein. Verstehe es nicht. Ihr wart alle Zeugen und ihr habt gesehen, dass er von der einen Plattform nicht an die andere dran springt. Zumindest hält er sich da nicht fest. Ich verstehe nicht, was der Scheiß Das nervt mich gerade. Bewegt einen Arsch hier, komm. So. Jetzt pack die scheiß Klaue wieder weg. So. Hoch da jetzt. Komm. Geh jetzt hoch da. So. So. Hoch da. Lars, da musst du drüber. Oder muss ich? Ich weiß es ja nicht. Er hält sich nicht fest. Ihr seht es. Er hält sich nicht fest. Ich weiß nicht, was dieser Scheiß soll. Das nervt mich gerade echt an. Liebe Leute, wir sehen uns wieder, wenn wir da irgendwie drüber gekommen sind. Ich werde euch dann berichten, wie ich es geschafft habe. Bis gleich. Gut, Leute, ich dachte mir, ihr wollt bei diesem historischen Großereignis dabei sein. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, eine Viertelstunde wahrscheinlich, versucht, hier rüber zu kommen, beziehungsweise herauszufinden, wie man hier rüber kommt. Und ich habe es jetzt rausgefunden. Genau so. Und von hier kann man auch hier rüber springen. Und hier hochlaufen. Ja, ist okay jetzt. Mein Gott, das nervt mich aber gerade hier. So.
Da unten kann man auch hin, sehe ich gerade. Okay. Boah, bringt aber einem, glaube ich, nichts. So, dann gehen wir wieder hier hoch. Wir gehen doch jetzt nicht wieder zurück, oder? Das ist mal eine doofe Frage. Wir gehen jetzt nicht zurück. Wir gehen jetzt nicht zurück. Wir gehen nicht zurück. Wir gehen zurück. Ey, wir gehen jetzt nicht zurück. Wir gehen nicht zurück. Sind wir jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade ernsthaft zurückgegangen? Dann wäre das total die falsche Seite. Dann müssen wir da hinten hin. Ja klar, das. Ja. Ich könnte mir gerade so vor den Kopf hauen. Och Mann, ey. Das heißt, ich war eben schon mal einmal richtig. Da bin ich nämlich auch hier reingefallen. Genau. Aber zu meiner Entlastung, von den Texturen her sieht das auch einfach alles so ein bisschen gleich aus. Da kann man sich dann auch schon mal vertun. Wenn man hier dann wieder startet, guckt man ja nicht da hinten hin, sondern man guckt ja da zu der anderen Brücke, die da ist. Quasi, wo man hergekommen ist. Also da finde ich, so, kann man das auch entschuldigen. Ja, das sieht doch auch schon besser aus hier. Muss ich mal sagen. Diese scheiß Klaue jetzt mal weg. Brauchst du jetzt gar nicht. So. Mann. Was bringt mir das jetzt hier? Oh, ist okay. Ja, von hier komme ich doch nirgendwo hin. Hallo. Oh. Nee, so hoch kann er nicht. So hoch kann er ja dann auch nicht springen. Ja. Ja, von der anderen Plattform konnten wir ja nirgendwo hinkommen. Ach. Ich hasse dieses Rumgesuche. Das ist echt nicht meins. Ja, ganz toll. Oh Mann, scheiß Maus, die riecht mich gerade auf. Irgendwie ist die gerade am Rumlecken hier, wie sonst was. So. Jo, und der Timer ist abgelaufen. Gut, haben wir wieder was gelernt. Nämlich, dass man den Vorwärtsweg und den Rückwärtsweg teilweise ganz leicht verwechseln kann. Zumindest, wenn man Dave heißt. Lalalilalu. Haben wir das gelernt. Genau, nämlich das und ja, eigentlich sonst, ja, dass es immer weitergeht und wir irgendwann hoffentlich am Ziel ankommen werden. Recht herzlichen Dank für Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.